Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer im Rap-Video aus dem 5000 Abo-Special gut aufgepasst hat, der hat schon gecheckt, der Daniel hat einen neuen Lenker. Yes, ich bin den auf mehreren Bikes vom Thomas Probe gefahren und fand das irgendwie immer cool und ich dachte jetzt so, komm, wir probieren das mal, der hat mehr Rise, ich habe einen anderen Vorbau drauf, der ein bisschen weiter nach vorne reicht und ja, den testen wir heute. Ich bin ewig kein Fahrrad gefahren, ich freue mich einfach jetzt kurz alles abgearbeitet zu haben und ein Stündchen, bis die Sonne untergeht, jetzt gleich auf die Trails zu können. Und ich nehme euch natürlich mit, werde berichten, wie mir der Lenker gefällt und let's go, ich packe jetzt schnell alles ein. Bisschen Werkzeug muss natürlich auch sein, falls ich noch was löst und so. Let's go. Oh, ich sag's euch, Leute, es ist so kalt. Oh, ich glaube, wir haben 1 Grad oder so. Naja. Tourenmäßig fühlt sich das mit dem Lenker jetzt viel angenehmer an. Ich einfach eine aufrechtere Sitzposition habe. Und ich hatte ja manchmal am Anfang das Gefühl, dass das M mir eigentlich zu klein ist vom Torque. Und ich glaube, dass der Vorbau mit dem Lenker das bisschen kompensiert. Boah, und ich merke gerade, mein Uphill-Training ist irgendwie für die Katz gewesen, weil ich zu lange Pause gemacht habe. Da fahren wir weiter hoch. Heute gibt es einen Trail. Den bin ich echt lange nicht mehr gefahren, das Stück. Aber das ist auch der längste Uphill. So, jetzt kommt der schlimme Uphill-Part. Deswegen rede ich mit euch zur Motivation. Ja, ich wollte einfach mal kurz Danke sagen für das mega Feedback zum 5000 Abo-Special. Es war echt krass. Ich habe wirklich Angst gehabt, wie die Leute reagieren werden, weil es halt was vollkommen anderes ist. Aber euer positives Feedback hat mich echt happy gemacht. Ich war so nervös vorm Upload. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Man hat auch echt Arbeit drin gesteckt. Danke nochmal an Emin, Max, Sadik, JJ, mit denen ich die Texte geschrieben habe, die beim Filmen, Produzieren, allem geholfen haben. Mega geil. Danke an alle Fahrer, die da waren. Bilal, Steve, Justin, Tan, Emil. Mega, es war super unkompliziert mit euch. Und es ging reibungslos. Alle waren pünktlich und ich kann nicht mehr. Alle waren pünktlich und überpünktlich sogar. Ich glaube 10 Minuten vorher. Mega einfach. Danke dafür, Leute. Ich hoffe, wir kommen so weit mit dem Kanal, dass wir ein 10.000 und ein 100.000 Abo-Special, natürlich beides, wenn es eintritt. Aber da müssen wir noch mal richtig einen raushauen. So, ich radel jetzt hoch. Letzter Anstieg und dann Abfahrt. Einiges matschiger als ich dachte. Richtig matschig. Nicht ganz so steil hier in Erinnerung. Hier der Mini-Drop. Eigentlich muss ich noch mal ein Stückchen höher fahren. Und die Sprünge oben probieren. Klein. So. Kann man echt schwer einschätzen hier, ne? Mal hier hoch. Ein bisschen Schwung nehmen. Abkürzung. Da hinten geht die Sonne unter. Das ist echt das Argument für ein E-Bike. E-Biker fahren locker doppelt so viel, wenn nicht dreimal so viele Abfahrten wie ich, wenn die so eine Runde fahren gehen und nur eine Stunde Zeit haben. Und jetzt kürze ich schon ab, schiebe das hier hoch. Und habe trotzdem 2 Abfahrten nur geschafft, dann wahrscheinlich. Ah, ätzend. Dann wird es auch so früh dunkel, ne? Ah. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mir ein E-Bike holen soll, Leute. Und
zu Hause erzähle ich euch natürlich noch, wie mir der Lenker gefällt. Und zeige euch mal den Unterschied zu dem G5 Lenker, weil den sieht man echt krass. So, wir sind jetzt oben, haben wir Abfahrt und dann zurück nach Hause, Vergleich vom Lenker machen. Let's go. Das wäre natürlich jetzt mit so einem 25 Kilo E-Bike nicht so geil. Krampf in der Hüfte. So. Also ein Cardio-Training haben wir alle mal heute gemacht. Das Fahrrad ist auch wieder schön warm, ne? So, ich werde euch jetzt kurz erklären, einmal den Vergleich zwischen den zwei Lenkern, weil man sieht den echt extrem gut. Mal ganz kurz das Türchen zu. Ne? So. So, den Deckel drauf. Leute, ich sag euch, ich spüre meine Füße einfach nicht mehr. Ja, knapp eine Stunde nur geschafft und zwei Abfahrten gemacht, ihr habt es gesehen. Kurz Feedback schon mal zum Lenker. Also jetzt auf den ersten Sprüngen hat sich anders angefühlt. Aber dadurch, dass das Fahrrad mir jetzt größer vorkommt, muss ich sagen, relativ sicher. Also es hat sich sicherer auf jeden Fall angefühlt. Ich würde halt super gern wissen, wie sich das im Bikepark anfühlt. Aber ja, bei dem Wetter fährt man in Bikeparks eh nur alles kaputt. Deswegen besser ein bisschen zurückhalten und warten auf die nächste Saison. So, hier merkt ihr eigentlich, wie ich mir dieses So vom Thomas angewöhnt habe, weil der das immer sagt. Thomas, wenn du das siehst, danke dafür. Schaut mal hier den Vergleich zwischen den zwei Lenkern. Erstmal natürlich ist der eine 31,5, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und der ist ein 35er. Beide Carbon, der ist ein bisschen schwerer, ja, aber das merke ich gar nicht so viel, außer dass ich wirklich beim Vorderradimpuls gefühlt mehr Kraft brauche als vorher. Aber ich denke mal, es ist eine Gewöhnungssache und der Vorbau ist halt einfach 1 Zentimeter weiter nach vorne. Durch das ganze Ding sitze ich halt auf jeden Fall aufrechter. Ich habe sonst oft im unteren Rücken ein bisschen Schmerzen gehabt. Ich konnte das Bike ja auch nicht Probe fahren. Und das habe ich jetzt tatsächlich, habt ihr gesehen, wie viel Uphill ich gefahren bin, hatte ich das tatsächlich nicht. Ja, der Lenker ist von Rental. Ich denke, über den muss ich gar nicht viel erzählen, weil den fahren einfach viele. Super beliebt. Und ich bin eben beim Thomas auf dem Norco einmal Probe gefahren. Und auf dem Lapierre auch, weil das ist ja Thomas Lieblingscockpit. Und ja, mir hat das gut gefallen. Ich dachte, ich teste das mal. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt mal ausprobiert. Ob ich das für immer so lasse, weiß ich nicht. Ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung, aber ich denke mal, kommt auf jeden Fall mir zugute fürs Enduro-Rennen. Ob das bei Downhill einen Unterschied macht, weiß ich noch nicht. Ich bin ja noch nicht so viele Sachen gefahren. Ich kann nur sagen, ich habe mich auf dem Trail wohlgefühlt. Es fühlt sich alles ein bisschen größer, sicherer an. Und das war auf jeden Fall eine gute Sache. In diesem Sinne, Leute,
wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich muss mich trockenlegen gehen und aufwärmen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.